Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake und dem Beagle. Ich musste es auf Pause lassen, weil die sprechen einfach ununterbrochen. Ich habe den Sound jetzt nochmal angepasst. Mal sehen, wie viele Folgen ich brauche, bis es halbwegs perfekt ist. Es ist eine ganz eigenartige Soundabmischung hier. Bleiben Sie Nein. länger, Mr. Wake? Nein. Ich kann es gar nicht glauben. Ich unterhalte mich gerade mit Alan Wake. Oh mein Gott, das tust du! Toll. So viel zum ruhigen Sind Sie Urlaub. allein oder ist Ihre Frau bei Ihnen? Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die Stadt zeigen. Ich habe um 6 Feierabend. Danke, Rose. Wir werden daran denken. Er wird überhaupt nicht daran denken. Kann man mit dir reden? Dude, kann ich mit dir reden oder? Dude. Ey, Dude. Nein, er kann nicht. Er hat mir Kaffee angeboten, aber Tu mir einen Gefallen, Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. okay. Bakulat, Nummer 6 in der Jukebox. Okay. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung. Oh yeah. Ist das sein Ernst? Coconut schon wieder? Das ist einfach widerlich. Und so willst du ein Rocker sein? Unglaublich. Ah. Ich durfte gar nicht aussuchen. You put the diamond in the coconut, drink them both up. Glaub bloß nicht, dass ich Ja, dich nicht im manchmal Schlaf hält sie. ermorde, Dann bloß muss weil man wir dem Ding Brüder sind. einen ordentlichen Klaps geben. Okay. Ja, das ist mein Nee, warte, Lieblingslied. warte. Coconut! Halt die Klappe, alter Knacker. Wenn ich meine Das ist Hammer da genau esse, will ich dir mein das Ding. Maul Oh stopfen. ja. Verdammt! Das war's. Ich bin tot und in der Hölle. Wir hören die Musik ja gar nicht so richtig. Kann man noch mehr mit euch reden? Oh, der eine ist verzweifelt. Laberst du mich weiter voll, wenn ich jetzt wieder an dir vorbeigehe? Nein, okay. Ach, ich komme da gar nicht. Ja, gut, dann. Okay, ist gut, ich höre auf. Gute Frau, was ist Ihr Problem? Hey, hallo. Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich schaffe das schon, Ma'am. Du könntest auch einfach gerade aufstehen, außer du hast einen Buckel. Dann wird es dir auch schon besser gehen. Dann würden die Nackenschmerzen nicht so schlimm sein. Wenn du natürlich einen Buckel hast, dann tut es mir leid, dann habe ich absolut gar Ich wollte nichts. nicht warten. Ich wollte Stucky finden, den Schlüssel Ich holen habe und dann Karlstadt nichts hier wie. gewarnt, aber er wollte Die nicht Kellnerin hören. ging mir auf die Nerven, wie alle übereifrigen Fans. Das verstehe ich sogar absolut. Ah, das Frauenklo. Hallo? Mr. Stucky? Karl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie Sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Rechten. Und nach Ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Der vertraue ich natürlich aufs Wort. Direkt sehr sympathisch, die Der Gute. Cordial Lake ist eine besondere Art, sehr inspirierend.
Ich hab's befürchtet. Gute Frau, gucken Sie sich vor, im Dunkeln, es ist nichts passiert. Ja, Glück gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Die hier muss repariert werden. Da muss ich Sarah sagen, dass sie sich um das Licht an der Wache kümmert. Das ist schon zu lange fällig. Du erinnerst mich an eine Nachbarin von mir und weißt du was, die ist genauso tüdelig und seltsam. Ohne es jetzt böse zu meinen, aber es gibt ja manchmal einfach diese einen Nachbarn, da, zu denen ist man einfach freundlich, weil man einfach nicht unfreundlich zu denen sein kann, aber wo man tierisch genervt ist. Das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Super! Verfluchter Leistenbruch! Schwillt an wie ein Ballon! Und mehr als einen Löffel hebe! Ja, alles super! Ich find die geil! Es ist lange her, Tom! Schön, Sie zu sehen! Hey, Sie haben nicht zufällig was zu trinken dabei, Tom? Nein. Schön wär's. Nicht das, was ihr wollt! Kann ich hier ändern? Nein. Du laberst mich auch wieder zu, oder? Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartman, der sie abholen wollte. Sie sind aus seiner Klinik bei der Cauldron Lake Lodge abgehauen. Ah, geil. Ist okay. Ist deiner verlassen? Kann man immer noch? Nein, Gott sei Dank kann man nicht mit ihr reden. Da ist meine Frau. Ich gehe zurück. Tschüss, Mr. Wake. Tschüss, du Superfan. Himmel, Herrgott, nochmal. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Ihr Schlüssel! Das Deiner war echt ein Irrenhaus. Es war ein Irrenhaus. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denke drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay, wir können später drüber reden. Hier ist Pat Main auf KBFFM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Begleitet von einem meiner Lieblingssongs. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller. Aber das war lange her. Seit 2 Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht. Seit meinem letzten Buch. Was nennt man Schreibblockade? Mach ich permanent, wenn ich sie sehe. Mal sehen, für welches Lied ich jetzt genau einen Disclaimer dann kriege. Sieht voll süß aus. Ein bisschen unheimlich, aber auch süß. Wow, das ist fantastisch, Ellen. Ja, nicht schlecht. Keine Angst, Schatz. Wir sind drin, bevor es dunkel wird. Und aha. Ich hab die Taschenlampe. Ich weiß. Ist schon gut. Alice hatte eine Phobie. Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen würden. Dass ich wirklich alle meine Lichtgranaten da aus Versehen benutzt habe, das flasht mich. Das macht mich auf eine Weise fertig. Ist hier oben echt gar nichts? Ich habe jetzt mit irgendeiner Belohnung gerechnet. Ach, es geht noch weiter nach oben. Alan? Cardio ist nicht so deins, ne? Hatten wir ja schon. Leider kann man den guten Mann auch nicht leveln oder so, sprich seine Cardio wenigstens irgendwie besser machen. Ganz im Gegenteil, es wird so bleiben. Mein Auto ist hier oben. Private Property, no trespassing. Ach, ja gut. Eine Thermosflasche. Ich bin aber irritiert. Weil ich habe gesehen, Manuskripte, ich habe die Manuskripte anscheinend schon behalten. Die kriegt man nur, wenn man es auf schwer spielt übrigens. Oder auf Albtraum. Ich hoffe, wir finden die Seiten trotz allem nochmal.
Weil das wäre ja schade, wenn das jetzt weg wäre. Ich frage mich gerade, will ich das mit euch jetzt noch machen? Einmal gucken, was die modernisierte Steuerung ist. Ich habe die nämlich auf Standard eingestellt. Und irgendwie komme ich damit nicht so ganz zurecht im Moment. Ich weiß, alles eine Sache des Gewöhns. Er kann hier nicht rennen, oder? Nee, er kann hier nicht rennen. Ach, ich mache das gleich. Wir haben ja jetzt noch 9 Minuten Gameplay und wir werden hier erstmal auf der Insel auch beschäftigt sein. Komm, Frau. Beweg dich. Birdleg Cabin. Alles klärchen. Hat meine Frau keinen Bock zu kommen? Ja, sie ist ein bisschen gemächlicher unterwegs. Ist okay. Die Frage ist halt, wer hat die Schlüssel? Was gibt's denn hier Spannendes? Während sie zur Hütte kommt, kann ich mich einmal hier umgucken und hoffen, Dinge zu finden. Ich will gar nicht ausprobieren, ob ich von Klippen fallen kann. Ups. Der Generator. Was fokussieren? Nochmal. Alice hatte mir von der Cauldron Lake Lodge erzählt. Das alte Gebäude war früher ein Hotel gewesen. Heute war es aber nicht mehr öffentlich zugänglich. Aha. Meine Frau steht schon da und wartet. Na gut. Ich komme, Schatz. Du trägst das Gepäck. Das hätten wir. Sehen wir mal hinein. Komm schon. Huch. Schön dunkel da drin. Wir brauchen Licht. Kannst du wieder für Strom sorgen, Liebling? Könnte ich. Auf dem Regal stand ein Schuhkarton mit Büchern von Thomas Zane. Ich hatte noch nie von ihm gehört. Hallo? Jemand da? Schatz, ich schaue mich erstmal um und dann sorge ich für Licht, okay? Kann ich die Stühle eigentlich voll umhauen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Mein Urlaubsort, meine Regeln. Wo hänge ich denn jetzt drin? Achso. Ich gehe mir schon mal das Schlafzimmer und so angucken, ja? Einen Moment lang suchte mich wieder der bedrückende Albtraum von der Fähre heim. Aha. Hoch. Ich musste den Strom in der Hütte zum Laufen bringen. Ach, halt irgendwo die Klappe. Auf der Insel musste ein Sicherungskasten oder Generator sein. Ja, weiß ich. Die Hütte sah aus wie eine Zeitkapsel aus den 60ern, wenn nicht noch früher. 1970 ist der Kalender, also er geht sehr rasant Treppen runter, muss ich schon sagen. So wie der die Treppen runter geht, naja. Warte, nein. Die Hirschfestbesucher trudeln langsam ein. Ich habe gerade einen auf der Fähre getroffen. Ein Glück. Mal sehen, ob ich ihn noch zu einem Interview überreden kann. Jetzt dran an die Telefone. Hallo, Sie sind auf KBM. Hi, Jetty, hier ist Rose. Hallo, Rose. Was haben Sie auf dem Herzen? Ich weiß, wer der berühmte Künstler ist. Alan Wake, nicht wahr? Oh, du dumme Bitch. Ich habe ihn gerade im Diner gesehen. Ich freue mich so sehr, dass er hier ist. Er freut sich bestimmt auch hier zu sein. Tja, Freunde, die Katze ist aus dem Sack. Hier ist Batman auf KBFFM und jetzt etwas Musik. Na toll, so viel zur Diskretion. Das Stromkabel führt zu dem Schuppen da hinten. Gerade eben hatte ich übrigens noch genug Taschenlampe. Ich habe die aber doch gar nicht benutzt.
Ach, das ist eine Tür. Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Und es war Licht. Wo sind die Klicker? Na, Schatz? Die Lichter sind an. Gute Arbeit, Liebling. Ich mache mich frisch und mach's mir bequem. Okay, ich schaue mich ein bisschen um. Diese Insel war einst Schauplatz einer Liebesgeschichte. Vielleicht würde sie das wieder... Ey! Es war ein schöner Ort. Ich sagte mir, dass ich hier entspannen könnte und schlafen und meine Arbeit vergessen. Ich dachte, wir könnten hier glücklich sein. Schon so dunkel. Aber jetzt hast du mir gar nicht erzählt, was die Geschichte hier drum ist. Eine Liebesgeschichte. Was für eine Liebesgeschichte? Für... egal. Ich frage mich übrigens, ob ihr Name Alice angelehnt ist an Alice im Wunderland. Ob die Metapher da vorhanden ist, weil dieses Spiel strotzt ja nur so von Metaphern. In jegliche Richtung. Alice? Was kann ich eigentlich mit diesen Büchern hier machen? The Labyrinth of Me. The Temple of... kann ich nicht lesen. Kept from Sleep. In Her Dreams. To Pray All. Ihr könnt es wieder mal besser lesen als ich, als auf meinem Bildschirm. Das ist der Wahnsinn. Was? Du hast noch kein Essen gemacht, Weibstück? Alan, ich bin oben. Ich habe eine Überraschung für dich. Frau, ist mir egal. Also, hallo? Ich bin nicht die Überraschung. Sie ist im Arbeitszimmer. Sieh nach. Okay. Also, jetzt hast du mich echt schwer enttäuscht. Schatz, auch er möchte ein bisschen knattern. Hm? Andererseits bei dem Gesicht nur im Dunkeln, ne? Oh, no! Überraschung! Alice, was soll das? Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich hab gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest, dass dir der Ortswechsel hilft. Verdammt, Alice! Du... alle wollen das... Hey, hey, hey! Hör doch mal zu! Es gibt hier einen Arzt, Dr. Hartman. Ich kenne sein Buch. Er hat hier eine Privatklinik, spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Willst vielleicht... du mich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Alan? Alan! Lass es! Lass es einfach! Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Gott verdammt! Ich wusste, sie würde mir nicht in die Dunkelheit folgen. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. Trottel. Verdammt. Alan? Alice. In der Hütte waren plötzlich alle Lichter ausgegangen. Mal ohne Witz, wenn eine Frau eine Phobie hat. Wo bist du? Hilfe! Wenn eine Frau so eine heftige Phobie hat. Was? Nein. Aua! Hilf mir! Was zum... Ja, ich komme. Mach die Augen zu, dann ist weniger dunkel. Alice? Alice? Oh nein! Mutiger Typ. Immer weiter.
Alice? Nach dem Unfall im Auto aufzuwachen war, wie einen Albtraum gegen den nächsten zu tauschen. Ich wusste nicht, wie ich hierher kam. Ich wusste nur, dass Alice etwas Furchtbares zugestoßen war. Das Telefon war tot. Ich musste zu Fuß Hilfe holen. Aber nicht mehr diese Folge. Ja, unsere Frau ist verschwunden. Hat eh nichts für uns gekocht und wollte auch nicht mal unser Geschenk sein, also, naja. Nein, meine ich natürlich nicht so. Ich spiesack doch nur ein bisschen. Der gute Alan hatte einige interessante Entscheidungen getroffen. Als das Licht nämlich das erste Mal ausgegangen ist, musste er seiner Wut nachgeben und hat seine total panische Frau allein zurückgelassen. Sei es drum. Nächstes Mal schauen wir mal, warum wir jetzt auf einmal einen Autounfall hatten. Er ist doch ins Wasser gesprungen. Was war dazwischen? Werden wir es rausfinden? Werden wir sehen. Ich werde jetzt mal ins Video schauen und schauen, ob das mit dem Ton jetzt endlich alles so weit passt. Das ist echt eine Herausforderung in diesem Spiel. Hinterlasst mir gern, Kommi. Ich finde den Start schon ziemlich geil mit der verlassenen Hütte und der Dunkelheit. Und ich mag's. Ich kann das Thema Angst vor der Dunkelheit schon wirklich nachvollziehen. Wenn ich wirklich eine, jetzt keine Phobie, aber doch eine Angst habe, dann ist es wirklich die Dunkelheit. Ich bin nicht gerne in völliger Dunkelheit unterwegs. Ich denke, das geht einigen so, aber bei mir kommt direkt so ein bisschen die Panik dann hoch. Rege Fantasie. Daher mag ich das Thema drumherum hier. Schauen wir mal, was wir nächstes Mal erreichen. Haut rein!